Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video habe ich ein paar leckere Heidesandtaler für euch. Die sind relativ schnell hergestellt und ihr könnt die entweder klassisch ohne Marmelade machen oder in der Mitte etwas Marmelade reingeben. Das sind einmal die Zutaten. Zuallererst gebt ihr Puderzucker, Mehl und Speisestärke in ein Sieb, siebt das einmal in eine Schüssel. Und dann kommen Vanillezucker und das Salz auch dazu und das rührt ihr dann einmal um. In der Mitte macht ihr dann eine Mulde und da gebt ihr die Butter und die zwei Eigelbe dazu und dann wird das Ganze mit den Händen durchgeknetet. Ihr werdet merken, das dauert ein bisschen, bis sich alles verbindet, denn die Butter ist kalt und die wird durch eure Hände erst warm geknetet quasi und verbindet sich dann mit den trockenen Zutaten. Also knetet, knetet, knetet und irgendwann habt ihr dann so ein schönes Stück Teig. Den teile ich mir in drei Stücke und forme mir dann Würste daraus. Wie dick die sein sollen, das könnt ihr selber entscheiden. Das kommt ganz darauf an, wie groß eure Plätzchen werden sollen. Für das Ausrollen auch bitte kein Mehl verwenden, denn das soll ein bisschen kleben. Wie ihr hier sehen könnt, ich gebe noch etwas Zucker auf dem Backpapier und rolle mir die dann dadurch, damit ich außen eine Zuckerkruste bekomme. Dann packe ich mir die in Alufolie und dann sind die auch schon bereit für den Kühlschrank, wo sie mindestens 3 bis 4 Stunden drin liegen müssen, also eigentlich so lange, bis die schnittfest werden. Die sind noch relativ weich. Bei mir bleibt es über Nacht im Kühlschrank, weil ich es angenehmer finde. Ich habe abends den Teig vorbereitet und morgens konnte ich dann ganz entspannt die Plätzchen backen. Aber das könnt ihr selbst entscheiden. Also mindestens 3 Stunden, denke ich mal, dauert es, bis die schnittfest werden. Und dann nehmt ihr euch ein glattes Messer und schneidet euch die zurecht. Legt die auf ein Backblech mit Backpapier und dann könnt ihr die, wenn ihr die klassisch wollt, auch schon backen. Wenn ihr die mit Marmelade in der Mitte haben wollt, dann müsst ihr die einen Moment liegen lassen, bis die wieder weich werden. Und dann könnt ihr euch entweder vom Kochlöffel hinten den Stock nehmen oder ich habe jetzt hier von der Vanilleschote das Glas genommen und stanzt euch quasi ein bisschen ein Loch rein, aber stanzt es nicht durch. Und da gebt ihr dann etwas, zum Beispiel Johannisbeergelee habe ich genommen, ihr könnt aber auch Himbeergelee oder andere Sorten nehmen. Gebt nur nicht zu viel da rein, sonst kochen die euch über. Das werdet ihr gleich sehen, das ist bei mir nämlich passiert. Und ja, das war es auch schon. Dann habt ihr auch leckere Heidesandtaler mit Marmelade drin. Beim Backen solltet ihr wirklich auf die Plätzchen achten, denn ihr seht es, die sind gerade so am unteren Rand ein bisschen goldig. Die sollen echt hell bleiben, weil die sonst so trocken werden. Und das wollen wir vermeiden. Ich nehme die auch direkt vom Backblech mit einem Retter, tue die auf dem Abkühlgitter, damit die nicht nachbacken. Und hier könnt ihr das schon sehen, die Marmelade ist an manchen Plätzchen übergekocht, da habe ich es ein bisschen gut gemeint. Also gebt nicht zu viel ein, weil die richtig am Kochen ist im Backofen. Und wenn die Plätzchen erkaltet sind, bewahre ich die in einer Blechdose auf und da bleiben die dann schön weich. Ja, das war's auch schon. So schnell habe ich die gebacken und vielleicht habt ihr auch Lust bekommen. Probiert die gerne mal aus, lasst mir eure Kommentare da, wie sie euch schmecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!